Grüß Gott und herzlich willkommen auf dem Kanal der Christuskirchengemeinde Hagen. Diesmal melde ich mich aus dem Allgäu. Mach dich auf und handle und der Herr möge mit dir sein, lautet die Losung für Freitag, den 22. April 2022. Sie steht im ersten Buch Chronik im 22. Kapitel in Vers 16. Wenn wir uns den Kontext ansehen, finden wir schnell heraus, wer da wem einen Auftrag gibt. Es ist König David, der sich an seinen Sohn Salomo wendet. Im Vorfeld hat er Steinmetze angeheuert, die eine Vielzahl von Steinen gehauen haben. Zedernholz ohne Zahl liegt bereit, Eisen für Nägel und Bronze, dass sie nicht zu wiegen war, sind herbeigeschafft worden. Augenscheinlich hat David eine größere Baumaßnahme ins Auge gefasst. Sein großer Wunsch ist es, Gott einen Tempel zu bauen. Dafür hat er keine Kosten und Mühen gescheut. Mit großem Engagement hat er den Bau vorbereitet. Die Sache hat nur einen Haken, wie wir ein paar Verse zuvor lesen können, denn Gott hat ihm diesen Bau mit den Worten verboten: Du hast viel Blut vergossen und große Kriege geführt. Darum sollst du meinem Namen nicht ein Haus bauen, weil du vor mir so viel Blut auf der Erde vergossen hast. Sein Sohn Salomo soll das Vorhaben nun realisieren. Und deshalb wendet sich der alt gewordene Vater David an seinen Sohn mit den Worten: Mach dich auf und handle. Kann das funktionieren? Wir kennen ähnliche Sprüche aus unserem Alltag. Als meine Frau und ich gestern Nachmittag in einem Café am Forgensee Kaffee getrunken hatten, verabschiedete uns der Kellner mit den Worten: Macht's es gut. Mütter und Väter geben diese oder ähnliche Worte morgens ihren Kindern mit auf den Weg in die Schule. Streng dich an, lern schön, melde dich, pass auf. Und wir wissen aus leidiger Erfahrung, dass diese Ermahnungen und Aufträge häufig nicht den gewünschten Erfolg zeigen, nicht den Lernerfolg in der Schule garantieren. Eigentlich müssten Eltern ihre Kinder morgens losschicken mit den Worten: Viel Spaß in der Schule. Denn wir wissen auch, dass wir dann erfolgreich sein können, wenn wir Spaß an einer Sache haben, wenn es unser Ding ist, für das wir uns anstrengen, für das wir buchstäblich brennen. Salomos Ding ist das zunächst nicht, Gott einen Tempel zu bauen. Es ist der Wunsch seines Vaters. Das ist auch David klar, und so fügt er seiner Aufforderung einen Satz hinzu: Möge Gott an deiner Seite sein. Es hilft uns ungemein, wenn da jemand ist, der uns zutraut, dass wir Ziele erreichen, der uns eventuell mit Rat und Tat, aber auch mit Trost und Ansporn unterstützt. Das sind sicher zunächst die Eltern. Das können aber auch andere Menschen sein, wie Lehrerinnen und Lehrer, Freundinnen und Freunde, Trainerinnen und Trainer, Chefinnen und Chefs. Und eben auch Gott, der uns sein Vertrauen schenkt. Gott, an den wir uns wenden können, wenn es gerade mal nicht so gut läuft. Gott, der immer an unserer Seite steht. Wie wir aus der Bibel wissen, hat es mit dem Tempelbau geklappt. Im zweiten Buch Chronik, im dritten Kapitel, lesen wir: Und Salomo fing an, das Haus des Herrn zu bauen in Jerusalem auf dem Berge Moria. Im zweiten Monat, am zweiten Tage, im vierten Jahr seiner Königsherrschaft, fing er an zu bauen. Mach dich auf und handle, und der Herr möge mit dir sein. In diesem Sinne Ihnen allen einen schönen Tag. Machen Sie was draus oder machet's gut. Amen.